Hi. Zurück zu Super Mario Bros. 3 in der Pyramide. Wenigstens sind die Wüstenlevel hier besser als in Super Mario 64. Das Einzige, was sie hier besser geschafft haben als in Mario 64, sind die Wüstenlevel. Also wirklich mal ehrlich, das Wüstenlevel aus Mario 64 mochte ich nicht immer unbedingt gerne. So. Alles Geld gekriegt. Es ist auch, also. Schreibt mir, wenn ich irgendwas vergesse. Schreibt mir am besten wirklich, wenn ich irgendwas vergesse. Das ist nämlich nicht das erste Mal, dass ich das aufnehmen werde. Tschüss. Was macht der Boomerang für Geräusche? Und ich habe schon wieder einen Pilz. Yippie. Wir machen gleich den Typen. Und da wollte ich nicht mal hin, das war wieder das Steuerkreuz. Ich kommentiere das einfach nur so genial, dass es so klingt, als würde ich alles, was der Controller verkackt, vorhersehen. Ah, ich habe einen Hammer bekommen. Ich könnte jetzt hier aufmachen, im Pilzhaus den Froschanzug bekommen und mir eine weitere magische Flöte erspielen. Aber ich mache erst ein bisschen Memory. Ja. Immer, ich klapp immer den blöden Stern auf. 10 Münzen, 20 Münzen. Ja, ist gut. Zu was anderem ist der Hammer eigentlich in Welt 2 auch gar nicht gut. Ja, ich weiß. Hier ist ein Froschanzug drin. Was der kann, werdet ihr bald sehen. Die 3 da rechts oben habe ich damals nicht verstanden. Als ich in Welt 3 war, wusste ich's. Welt 3 Wasserland, das wollte ich sowieso nicht. Also ich wollte erstens nicht sterben, aber zweitens wollte ich den sowieso nicht killen. Der würde nämlich die nächste Warpflöte droppen. Und mit dem Inventar weiß ich nicht, ob ich widerstehen könnte, mich gleich nach Welt 6 zu porten, denn ich liebe Welt 6. Welt 4, ich mag eigentlich alle Welten. Ich will halt nur Welt 3 nicht spielen. Welt 3 ist nicht wirklich kompliziert, es ist einfach nur dieses. Oh nee, das sind Wasserlevel. Und Wasserlevel mag ich nicht. Nicht sonderlich. Aber immer noch besser als autoscrollende Levels. Ach, das erinnert mich an das wundervolle Level 4 aus Welt 7. Wer weiß, wovon ich rede, der weiß, wovon ich rede. Wer nicht, der muss es sich nicht wirklich merken. Ach, weißt du was? Blülülü. Das liebe ich so. Blülülü. Ja, ich weiß. Oh. Ja. Musst du deine scheiß Birne heben, du Wichser. Aber ich glaube, ich habe auch keine gewisse Chance gegen den. Hier kann man wundervoll. Ich mach mal. Ach, das geht ja gar nicht. Hier kann man wundervoll die Tricks der alten NES sehen. Man konnte nämlich pro Sprite maximal 4 Farben gleichzeitig darstellen. Und eine davon war meistens, also im Sprite, Transparenz. Und die haben einfach den Hintergrund schwarz gemacht, damit die Schwarzen nicht als Farbe benutzen mussten. Das sieht man, wenn er über blaue Passagen geht, da ist der. Das sind die Umrisse. Anstelle von schwarz-blau. Aber wo ich damals drauf reingefallen bin. Ich weiß. Ich weiß.
Ich weiß alles. Nur nicht, wie man unbeschadet durch den Kack hier durchkommt. Und die mache ich jetzt sofort platt. Platt, platt, platt. Kriegt mich doch eh nicht, ihr Lutscher. Und ich glaube, klein krieg ich... Ich weiß nicht. Letztes Mal war ich einfach nur schlecht. Nein! Wie soll ich das auch schaffen? Oh, jetzt geht's gar nicht mehr. Oh nein. Ja, ich weiß. Ich liebe diese Vorsprühfunktion. Ich bin Herr der Zeit. Und ich habe 24 Leben. Mein Gott. Entweder habe ich so viel verkackt oder ich habe so viele verloren. Aber ich gebe dem Emulator und dem Controller die Schuld. Was war das? Ich habe das vor einer Woche auf der NES probiert. Und ich bin bis in Welt 3 zu dem scheiß Fischlevel kein einziges Mal gestorben. Das müsst ihr mir jetzt glauben. Aber das hier, ich meine, ich drücke einfach auf irgendwelche Knöpfe wie in Smash Bros. Und wenn ich öfter als zweimal im Level sterbe, lässt die Geduld nach. Und ich will einfach nur da raus. Ja, natürlich fällt er darunter. Oh ne, du bist tot, wie schade. Buhuhuhu. Und ich glaube, der kann auch nur an zwei Orte gleichzeitig, das scheiß Luftschiff. Ja, nicht gleichzeitig, sondern... Ich weiß. Ich breche jetzt schon zusammen. Oh, dann kommt ja auch noch einer. Wenn ich... Ja, ich weiß. Ah, Gott. Wenn ich halt keine linke Hand mehr frei habe, weil ich auf die Überspringtaste gehen muss, weil das Spiel so ein Arsch langsam ist. Ich gebe mir jetzt auch keine Mühe mehr. Ich will einfach nur da durch. Ja. Ich könnte vielleicht auch mal die Überspringtaste auf meinen Controller platzieren. Das wäre schlau. Aber wer mich kennt, meine Hirnmasse beträgt ziemlich genau, sagen wir, zwischen 0 und 0,1 Kartoffelsäcken. Ja, kannst du nicht ein bisschen schneller fallen? Alter, die Gravitation in dem Spiel ist auch genial. Oh, thank heavens, I'm back to my old self again. Thank you so much. Here's a letter from the princess. Ja, ich weiß. Danke. Dass sie mir auch immer Briefe schreibt, das ist echt nett. Level 1. Hier verbrate ich gleich den Froschanzug, weil ich den zu nichts anderem mehr brauche. Speedtapping. Funktioniert das mit dem Speedtapping? Ey, so zum Kotzen sind die Wasserlevels eigentlich gar nicht, wenn man den Froschanzug hat. Aber neben dem Schwimmen hat er auch keine wirkliche Extra-Funktion. Man kann sich nicht ducken. Man kann im Ducken... Also, aber man kann halt höher springen. Ist halt Frosch. Los, noch ein Pilz. Nein, eine Blume. Wie albern das aussieht, wenn man läuft. Ach, Level 2. Danke. Endlich bin ich das Teil los. Ich hätte mir eigentlich gleich die Feuerblume holen sollen, aber ich fand es halt einfach nur zu witzig, als Frosch durch das Level zu kommen. Jetzt kommt die schlimmste Stelle. Ja, komm nur raus. Das war's. So schlimm war es eigentlich gar nicht. Und ein Stern. Pilz, Blume, Stern. Alter, so Muster hätte ich gerne auf meiner Tapete.
Big Box. Ja, die Nummer kennen wir alle. Und der nächste Froschanzug. Whoop die fucking do. Ach so. Level 3. Ich hab's schon gehasst, seitdem ich klein war. So. Ja, natürlich ist die Blume weg. Natürlich. Ist halt wir verarschen George Tag? Ist anscheinend. Nein. Oh Gott. Ja. Das passiert mir ungefähr jedes zweite Mal, wenn ich das Level spiele. Ihr könnt die entspannende Musik auch lassen. Ich weiß, wie scheiße die Welt ist. Und da ist er wieder. Niemand mochte ihn jemals, aber er ist trotzdem da. Ich bin so schlecht. Und mit dem Teil kann man auch nicht präzise kontrollieren. Nicht auf dem Block genau. Selbst wenn man es versucht. Versucht ihr mal mit einem Zytek FPS-Controller Mario zu spielen. Wenn ihr es schafft, ist schön und gut. Da habt ihr, wie schon gesagt, was geschafft, was ich nie hätte vollbringen können. Und es leckt. Oh! Das hat mich beinahe an meine NES erinnert. Die leckt einmal und das immer, wenn ich Super Mario Bros. 1 starte. Dann mache ich das raus und wieder rein, dann geht's wieder. Also natürlich nicht zur Laufzeit der Konsole, das wäre... Ich habe einen Feuerball geschmissen. Nur zur Information aller, die sich wundern. Und das war genau das Level, an dem ich auch original hängen geblieben bin. Ja, ich weiß, du bist tot. Ich weiß, du musst zurück. Ich weiß, ich muss mir das Level selbst auswählen. Und ich weiß, ich muss mir auch einen total kotzigen Intro antun. Ja, friss mich doch. Ich will's, glaube ich, gar nicht mehr ordentlich machen. Ich will, wie schon gesagt, einfach nur hier raus. Was auch vollkommen verständlich ist, wenn ihr euch mal das Level anseht. Warum muss ich immer auf den scheiß Notenblock landen? So. Du großer Kackfisch, ey. So. Okay, den Hit nehme ich. Ich hasse diese Plattform. Ich meine, natürlich erkenne ich das Muster. Ich habe einfach nur nicht die halbe Sekunde Zeit zu warten, bis dieser Scheiß endlich mal aufhört zu drehen. Ja, friss mich. Der erwischt mich. Der erwischt allerhöchstens meine Mütze und frisst mich trotzdem irgendwie. Ach Gott. Dass ich jetzt schon so zusammenbreche. So. So mache ich das normalerweise. Also so mache ich das idealerweise. Erstmal den Fisch grillen. Das Ding da benutzen. So. Das war doch gar nicht mal so schwer. Ja, das müssen wir uns gar nicht mehr antun. Ich bin froh, dass wir das geschafft haben. Den scheiß Memory machen wir jetzt nicht, den machen wir später. Tschüss.